Recht herzlich willkommen zur 47. Folge von City Skylines. Ja, schauen wir mal rein. Wir müssen erstmal abreißen, sehe ich gerade. Da sind wieder ganz viele unbewohnte Häuser und sowas. Ja, dieser Straßenbau, der ist es, ne? Da weg. Da weg. Wo ist denn das Häuschen jetzt hin? Ah, jetzt blinkt es wohl nicht mehr. Ist weg. Weg und weg. 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 Ah, ist überall was, ne? Alles weg hier, das ist ja krass hier, hä? Unsere Stadt muss sich wohl verkleinern, wenn so große Blocks hier wegkommen. Das ist natürlich nicht gut, ne? 26.000 und wir haben hier, ja, Defizite. Da müssen wir gleich mal die Defizite angucken. Aber erstmal müssen wir das Verkehrsproblem, glaube ich, lösen, ne? Kann das sein? Oh, Industrie geht auch weg. Ah, wegen den Verkehrsproblemen vielleicht auch, ne? Okay, die haben wir jetzt aber, glaube ich, fast im Griff. Oder sagen wir mal, verlagert. Im Griff ist was anderes, ne? Okay, hier sind auch noch zwei. Das weg. Ah, das war jetzt das Falsche, aber der hatte sowieso keine Arbeiter, also. Da oben ist noch eins. Interessant. Ich sehe es nicht, wo es ist. War es das? Keine Ahnung. Ich habe jetzt wieder laufen lassen. Da ist auch noch eins, sieht man aber auch nicht. Gut, gucken wir auf der anderen Seite. Oh, hier ist auch viel. Na, da kommen aber ganz schnell neue hin, glaube ich. Hier gerade bei den flachen Häusern, ne? Das ist ja so eine schöne Wohngegend, die will man doch haben. Hier auch, das ist wahrscheinlich, ne, altersbedingter Abriss hier jetzt. Ja, man kann sich das auch schön reden, ne? So ist nicht. So, wie ist denn der Verkehrsfluss? Ich glaube, wir haben ein anderes Problem, sehe ich gerade. Ich glaube, wir haben erstmal Müllprobleme und deswegen ziehen die wahrscheinlich auch alle weg, weil unsere Stadt zumüllt. Da sollten wir mal gerade die Mülldeponien kontrollieren. Wie sieht's aus? 100% voll. Muss raus. Ja, Gebäude leert sich. Elf Prozent leert sich, müssen wir umdrehen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mehr Mülldeponien noch. Leert sich 72% voll. 19% voll leert sich. Machen wir wieder voll. Kann sich leeren. Leert sich 56% voll. Muss ich lernen. Ja, wir brauchen unbedingt noch mehr Müllabfuhr. 100% voll. Muss ich lernen. Leert sich 15%. Machen wir dann. Machen wir auch erstmal wieder andersrum. Hat keinen Sinn. Lernen. Und
dann machen wir das so rum. So, da oben kommt noch eine Müllhalde daneben, aber das, doch, da haben wir schon umgebaut mit den Straßen, also kann auch mehr Müll nehmen. Wie schaut es hier unten bei der Müllverbrennungsanlage eigentlich aus? Da haben wir gar nicht reingeguckt. Vielleicht sollten wir das mal machen, um zu sehen, wie die arbeitet. Ja, Reserven haben wir genug. Ich glaube, wir bauen noch eine zweite dazu. Reserven haben wir nämlich nicht mehr genug. 390, 400.000. Oder, ja, weiß ich nicht, wie man das deuten soll. Aber die bauen wir nicht hier, sondern auf der anderen Seite vielleicht hin. Nur wo? Komm, zack, direkt hier neben und fertig. Okay. 1%, 96%. 71, 17. Dann leer die mal. ...33 und 94. Das passt, das Verhältnis noch einigermaßen auch nur. Da ist nix. Leert sich. Und ist leer, okay. Die Zahl wird auf jeden Fall kleiner. Tja, das Müllproblem, ne? ...72%. Ich glaube, wir machen hier noch eine Müllhalde mehr hin. Passt. Gut. Wie sieht's hier aus? Auch ein Müllproblem. Die Straße dort unten mit Mittelstreifen ist die. Also wird's die sein. Machen wir mal länger. Und dann kommt da Müll noch hin. Oh, ein Fehler. Jetzt stürzt das Spiel ab. Doch nicht? Cool. Passt. Passt. So, ich will hoffen, dass da nichts schief beigeht, weil das da jetzt stand. Das wäre schlimm, ne? So. Läuft, glaube ich. Vielleicht sollten wir das hier weiter anbinden. Ja, ich denke mal, das machen wir. Das hier ist ja eine Autobahn, ne? Straße. Autobahn. Nee, das ist schief gelaufen. Ja, weil wir die falsch rumgezogen haben, ganz klar. So. Das heißt, nochmal das Ganze. Aber wir könnten das auch hier mit Lärmschutzwänden basteln, oder? Und da kann ich nicht hochbauen. Nicht rüberbauen. Wegen Dingen, sag schon. Wegen, ich komme nicht hier rüber, weil, ah, weißt du was, machen wir ganz anders, ne? Auf geht's. Kaufen wir das dazu, oder? Gut. Da haben wir alles. Was ist das denn hier? Erzrohstoffe, okay.
Gut. Jetzt können wir hier auf jeden Fall erstmal die Straße weiterbauen, das ist wichtig, ne? Die Autobahn bauen wir weiter. Nee, ich wollte hoch. Wie war das denn mit hoch? Hä? Ja, hat er gemacht, aber nicht... Ah, vielleicht ist es zu nah dran und deswegen geht das nicht, ne? Das könnte vielleicht sein. Jetzt habe ich mir die Ansicht auch noch gekippt, ne? Irgendwo ist er jetzt hochgegangen, aber wo? Da, also war schon die Taste, die ich hatte, richtig. So, So. Das geht dann nicht, da müssen wir da nochmal zurück. Shit. So, nochmal die Bahn. So, jetzt haben wir es aber. Nee, ich will die schon da hoch machen. Oder? Doch, mache ich da hoch. Irgendwo war es, da geht's. So, passt. So, jetzt muss ich ein bisschen zurück. Und da nochmal hin. Eigentlich ist es besser, wenn wir die richtig gerade zaubern, ne? So. Bisschen näher ran da mal. Na komm schon, da geht's. Und dann runter. Und da dran. Jetzt hat's geklappt. So, und jetzt drehen wir das mal um. Ah, das ist jetzt die Frage, ob die Straße da drunter hergeht. Aber wir werden es ausprobieren, dann werden wir es wissen, ne? So, das war die, die da ist. So. Jetzt brauchen wir schicke Kurven. Und das geht nicht. Alles klar. So, was machen wir dann daraus? Das ist die Frage. Man müsste diese Straßen aufspalten können. Das wäre ideal, ne? Das wäre noch ein Deal. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Geht wahrscheinlich gar nicht, ne? Ich könnte das ja da dran machen, aber was bringt mir das? Wohl. Wird gehen, ne? Aber hier geht's nicht drunter her. Da wird er oben anschließen, das will ich nicht. Und da drunter her geht er wahrscheinlich auch nicht. Gut. Ja, das heißt, die Straße muss anders angeschlossen werden. Aber wir können... Ah, ich weiß, wie wir es machen können. Auf jeden Fall können wir es so machen.
Jetzt kommt der Gedanke. So, dahin. Geht. Sagen wir mal bis da. Und dann machen wir das da schon so. Und gehen dort ganz rüber. Das will er auch nicht so. Geht das denn so? Warte mal, da war es doch. Guck, geht, komisch. Will aber da nicht anschließen. Auch schön. Das heißt, dort wegreißen. Und auf ein neues. Geh jetzt weg hier im Mülleimer. So, passt's. Runter da. Passt. Und da dran. Passt. So, dann haben wir das auch. Erste Müllwagen ist schon rübergefahren. Wunderbar. Gut, dann müssen wir noch gucken, dass wir es irgendwie verbunden kriegen. Aber das machen wir auch erst wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.